So, ich verballer hier keine Tränke. Wegen so einem ollen Trainer, der da kämpfen will. Ich glaube, Sprinten ging hier nicht ins Schild, ne? Ich glaube, man kann nur ein Fahrrad haben. Medivoltech, ist das die Vorstufe von Electek? Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen, gehört es einfach zu kämpfen. Also kämpfen sie. Weiterentwicklung. Ah, okay. Ah nee, die Vorentwicklung ist, glaube ich, Elekid, ne? Also ein bisschen was weiß ich doch. So, Micro Level 8. Also das Micro würde ich mir ganz gerne zum Kramer weiterentwickeln, auf jeden Fall. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Tipps für Trainer. Pokémon erhalten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, um an Erfahrungspunkte zu kommen, besteht darin, Pokémon zu fangen. Ach komm, du kannst da runterspringen. Erzähl nicht sowas. Aber da kannst du runterspringen. Logisch. Drei Pokébälle. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Also bin ich super stark, weil wer niedlich ist, ist stark. Ein Kami hab's. Ich hab noch kein Elektro-Pokémon. Das ist ärgerlich. Aber ich hab ein Vogel-Pokémon. Oder ein Flug-Pokémon. In dem Teil ist Katapultra von Griffix, mein Lieblings-Pokémon, okay. Ja, Pizza. In der Ewigkeit. Im Licht. Quatsch, im Licht sage ich. Bleib bei Pizza. Aber kannst du mal aufhören zu tackeln? Blöde Kuh. Hoplo erreicht Level 10. Kleptifuchs erreicht Level 7. Vielleicht sollte ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Ja. Noch ein Trainer. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Natürlich. Knirps, Dennis fordert dich heraus. Oh Gott, Dennis. Okay, das Pokémon sagt mir so gar nichts, was er einsetzt.
aber Glut scheint ganz gut zu funktionieren. Fuchs ein, nee. Okay, Feuer ist gegen Unlicht effektiv. Sehe ich das gerade richtig? Ja, dann bin das wohl ich, als ich 7 war. Also Frisur könnte hinhauen. Wenn ich daran denke, was du für eine Frisur hattest, als wir uns kennengelernt haben? Ja, sag ich ja! Frisur passt halbwegs! Warum ist der schneller als wir? Finde ich nicht gut. Und der Dennis wurde besiegt. Ich verliere wirklich gegen jeden, egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Oh. Oh. Armer Dennis. Warte mal, hab ich's? Ja, hier hab ich's. Vor allem, ich hab's abgeschickt. Da hast du es gerade gesagt. Hive meint, ja gut, Dennis, das ist bei uns so. Das kennen wir ja schon, das ist nichts Neues. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ah, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Kommt nur mit hier rein. Was sehe ich da, Hopp? Dein Body hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Ben sein. Meine Enkelin Sanya hat ja einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Ben, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicherlich ein Begriff, oder? Professor Magnolika erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Meine Güte, hätten die dich nicht einfach Baum nennen können? Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist ja mal wieder typisch, Delion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand oder weiter mit deinem Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigung, Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena ständig geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Du willst etwa nicht, dass sie daran teilnehmen, Delion. Hopp und Ben sind erst vor kurzem zum Pokémon-Trainer geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so, aber war es nicht auch dein Traum, dass Oskala irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben Sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsschreiben haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mit einem Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch eure Pokémon fit. Wie freundlich. Oh, coole Sache. Ben, ich warte draußen auf dich. Jo, zieh ja. Lukas auch noch was dazu zur Challenge. Lukas! Du wolltest auf mein eigenes Command sparen. Du
willst diese Empfehlung von denen doch genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich, Ben. Ja, also das wird Trainer überhaupt sein, aber dafür brauche ich diese Empfehlung, sonst wird das nichts mit der Arena-Challenge. Wir müssen dir in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arena-Challenge haben. Okay, los geht's. Mach ich weiterhin, ja. Aber Hauptsache rausballern, ne? Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinem Ruf als Deion, der Unschlagbare, gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Jetzt geht die Legende von Hopp erst so richtig los. Pokémon-Trainer Pop fordert dich heraus. Ein bisschen stärker geworden, das werde ich gleich mal überprüfen. Lukas spendet für den guten Zweck. Das ist kein guter Zweck. Ihr seid doch alle nur da, um zu spenden, und wenn dann der Stream ist, sind sie alle weg. Ja, ja. Okay. Chimpep ein. Nö. Da können wir weiterkämpfen. Na, Dennis hat es erkannt. Ja, nee, ist klar. Richtig, aber du musst bleiben. Da steht mit keinem Wort, wie lange dieser Stream gehen soll. Also nach einer Stunde kann ich auch wieder umschwenken. Da steht mit keinem Wort, wie lange ich das mache. Ich wollte es nur erwähnen. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unsere wild wuchernde Pflanzenkraft. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, du haust mich auch mit dem Stock. Belogen und betrogen hat er uns. Fuchs, Clownletzer, Micro, ja, jetzt habe ich natürlich kein Dings-Pokémon, kein Elektro-Pokémon, aber ich habe auch ein Micro. Ne, da müssen wir bei Hupplu bleiben. Ich muss gar eine Fackel vorbereiten, ja. Oh gut, hier sind wir ja auch komplett effektiv. Eine Enttäuschung, aber wenigstens habe ich dir einen würdigen Rivalen gefunden. Werft ihm Glurak zum Fraß vor. Dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber das ist schon alles okay so, denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Was für ein Kampf. Ben, Hopp, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena-Challenge mehr als verdient. So, der hat versagt. Die würde ich keine geben. Du verstaust das Item in deiner Basistasche. Ein Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um an der Arena-Challenge teilzunehmen. Danke dir, und ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glurak und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen.
glaube, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend, Ben. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Ben? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, dir uns zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champion wird. Bin dabei. Klasse, mit einem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum... Natürlich, was ein Zufall. Hey Ben, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Du hältst einen Wunschstern. Das ist eigentlich eine Basistasche. In Galar verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon deiner maximieren. Dadurch werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch behegen. Ich will der Allerbeste sein. Ja, wir haben es verstanden. Jetzt hat mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Ob Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Chatten, die man Galar finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja Spezialistinnen in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Ben und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamax maximieren könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Hast du auch die DLCs dazu? Nein. Wäre aber eine Möglichkeit, die dazu zu kaufen. Für den Stream. Die habe ich auch noch nie gespielt. Also, logischerweise. Ihr esst doch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hopp. Du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendein merkwürdiges Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas darüber erzählen? Ben hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich an so gut wie nichts mehr erinnern. Na toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch. Ben und Hopp. Du hast ein Dynamax-Band von Professor Magnolika erhalten. Und er ist sofort angezogen. Dynamax-Band. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht die Dynamaximierung von Pokémon. Das sind Dynamax-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke, Professorin. Ich werd verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit deiner maximieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt das Pokémon riesengroß werden. Aber ganz so einfach ist das nicht. Es müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch so viele Pokémon vertraut machen wie möglich. So führt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof, Ben. Fertig? Los! Hey Ben, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Ich hatte sicher auch schon im hohen Gras wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das hohe Gras schleichst.
Wenn du das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken. Übrigens, ab jetzt zählt Sven, wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Und wir beide den Raspberry Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Den linken Stick kann ich pfeifen. Ah ja. Fange ich mir erstmal so ein? Damit haben wir erstmal ein Elektro-Pokémon und ein Woldi. Fangen wir erstmal ein Woldi, damit wir ein Elektro-Pokémon im Team haben, wird es dann aber irgendwann später gegen Pikachu bzw. Raichu austauschen. Toxel ist cooler. Ich möchte aber einen Raichu haben. Woldi wurde in der Trockenkomplex angelegt. Im Austausch gegen Leckerlis hilft dieser kleine Vielfraß-Menschen bei der Arbeit beim Rennen, wird es vom knisternden Elektrizität umhüllt. Hey. Ich brauche Zahl. Zahl ist 835. Aber erstmal ein Elektro-Pokémon. In der Team. Griffex noch cooler. Ich will immer noch einen Raichu haben, Lukas. Außerdem nennst du hier mir einen Namen von Pokémon, wo ich nicht mal weiß, wo die, wie die aussehen. Ich kenne mich nur mit Episode 1, Generation 1 aus. Ansonsten weiß ich nur sporadisch, wie die Pokémon aussehen. Der Bahnhof ist da drüben, Ben. Ja, darf ich vorher ins Pokémon Center? Mein Woldi ist nämlich ein bisschen verbrannt. Bisschen kohlig. Hopp noch. Ah, du Lukas, ich habe das hier schon einmal durchgespielt, Pokémon Schild, und, ne? Weiß trotzdem nichts.